Genau vor einer Woche haben die Taliban die afghanische Hauptstadt Kabul viel schneller als erwartet eingenommen und den Westen vorgeführt. Seither versuchen NATO-Soldaten, möglichst schnell möglichst viele der verzweifelten Menschen rauszuholen. Am Flughafen ist es weiter extrem gefährlich. Immer wieder werden Menschen im Gedränge erschossen oder zu Tode getrampelt. Tim Krüger. Der Deutsche Städtetag verlangt von Bund und Ländern rasch verlässliche Angaben, wie viele Flüchtlinge aus Afghanistan zu erwarten sind. Die Hilfsbereitschaft sei groß, die Aufnahme müsse aber organisiert werden. Die Bundesregierung hatte die Lage in Afghanistan völlig falsch eingeschätzt. Entsprechend heftig hagelt es Kritik. Darum ging es heute auch im ZDF-Sommerinterview mit Finanzminister Olaf Scholz. Nach Umfragen liegt der SPD-Kanzlerkandidat derzeit in der Wählergunst deutlich vor Armin Laschet und Annalena Baerbock. Andreas Künast aus Potsdam. Das ganze Sommerinterview mit Olaf Scholz, auch zu den Themen Klimaschutz und Corona, können Sie gleich nach uns sehen und jederzeit in der Heute-App. Jetzt zu den Corona-Zahlen. Die sind in Deutschland erneut gestiegen. Bei einem vermutlich antisemitischen Angriff ist in Köln ein junger Mann verletzt worden. Der 18-Jährige sei offenbar wegen seiner Kippa aus einer etwa 10-köpfigen Gruppe heraus attackiert worden, heißt es nach ersten Ermittlungen. Zwei mutmaßliche Täter wurden vorübergehend festgenommen. Der Staatsschutz ermittelt. Erst Russland, dann die Ukraine. Es sind Abschiedsbesuche von Angela Merkel zum Ende ihrer Kanzlerschaft. Wie schon in Moskau warten auch in Kiew schwierige Themen. Zum Beispiel die russisch-deutsche Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Die Ukraine fürchtet, als Gastransitland wichtige Gebühreneinnahmen zu verlieren. Oder der Dauerkonflikt in der Ostukraine. Auch nach über 7 Jahren flammen die Kämpfe mit russlandnahen Separatisten immer wieder auf. Für Bücker. Truppensturm Grace hat nach Haiti jetzt auch Mexiko erreicht. Und jetzt zum Tennis. Rudi, da beglückt Alexander Zverev seine Fans. Absolut. Er eilt von Erfolg zu. So viel vom Sportlabor. Vielen Dank, Rudi. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Dauerregen im Osten. So viel von uns. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bettina Schausten begrüßt Sie um 21:45 im Heute-Journal. Wir sagen Tschüss, bis morgen und empfehlen jetzt das ZDF-Sommerinterview mit Vizekanzler Scholz.